Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von V-Rising. Wir haben in der letzten Folge nochmal V-Blood gejagt und machen jetzt oben weiter und bauen die Base weiter aus. Wir müssen uns jetzt ein paar Räume machen, weil hier wird es langsam aber sicher eng. Wir müssen auch ein bisschen mehr Schmieden, also Schmelzen so reinbauen, ne? Und auch der Alchemieraum muss größer werden. Wir brauchen ein Gefängnis, Kerker. Nehmen wir das nochmal. Gefängnis. Ja. Gut. Und Thronsaal. Ich will den Thronsaal haben, also. Ich will auf jeden Fall. Hä? Wo ist der Weg? Achso, ich wollte schon sagen, wo ist der Weg auf einmal hin? Hier so ein Durchgang und dann machen wir vielleicht hier. Und dann einen Garten hin. Warte mal. Krass. Ich kann auch die Farbe auswählen. Wir machen das erstmal frei. Aus. Wir checken erstmal die ganzen Farben ab. Aha. Das gefällt mir nicht so. Oh, 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 hallo, hallo. Nicht verbrennen, bitte. Warte mal, ich mach mal eine Reihe so. Und das andere war das hier, oder? Nee. Das war das hier. Ich glaube, das gefällt mir ein bisschen besser, wenn es so dunkel ist. Können wir da jetzt auch trotzdem noch Dingens die Anbaufläche draufhauen? Ja, ne? Das geht. Gut, weil dann könnten wir hier unsere Pflanzen vielleicht anbauen. Oder nur gewisse Pflanzen. Machen wir die direkt hier hin. So, hier lang. Ich weiß nicht. Sollen wir das alles komplett nutzen? Ich meine, im Endeffekt ist ja eh egal, ne? Am Ende wird es eh egal sein. Kann ich hier auch irgendwann umändern, dass ich da nur bestimmte Pflanzensorten habe? Die vielleicht etwas besonders aussehen. Würde das denn reichen? Gucken wir, ob wir das vielleicht so ein bisschen symmetrisch machen können. Und was haben wir noch für Samen? Aha. Aha. Welche haben wir noch? Gut, dann brauche ich eigentlich jetzt noch mehr Reihen. Wir noch die anderen Samen haben. Warte mal, ich muss aber ganz kurz Pflanzen holen. Das will ich schon ganz gerne fertig machen, damit unsere Pflanzen wieder wachsen können. Das geht ja fix. Komm, nehmen wir einfach ein 1000er Stack raus. Was soll's? Wird schon passen. So. Oder man könnte halt sowas hier machen, ne? Hintere Anbaufläche. Für 4 Samen. Ich glaube, das würde besser aussehen, oder? Warte mal, für 4. Für 4. Hier. Für 7 Samen. Das sieht, glaube ich, viel besser aus, kann es sein? Jetzt habe ich das so. Egal, wisst ihr was? Ich werde das nach der Aufnahme selber noch mal umändern. Ich habe jetzt keinen Bock, da jetzt wieder rumzumachen, um ehrlich zu sein. Wir machen es einfach ganz schnell, ganz fix. Hauptsache, das wächst jetzt. So.
Ja, ist schon in Ordnung. Bin anfangs in Ordnung. Wir wollten ja eigentlich einfach weiter die Base ausbauen. Und überlegen, wie wir das dann mit einem Thronsaal machen sollen. Also hier unten kommt dann ein Kerker und alles hin. Warte mal, was für einen Boden brauchen die denn? Gefängnisboden? Nee, ne? Labor, oder? Also Alchemie, ja klar. Das meinte ich ja. Das ist genau das, was ich meine, Leute. So, wir machen uns einmal Schlosswände. Machen wir uns so einen Gang hier. Kein Fenster, bitte. Danke. Und genau das dann auf der anderen Seite. Vielleicht hier Fenster? Nee. Oder? Nee, ich hab's da falsch gemacht. So und so. So, so, so. Also. Sollen wir so ein Riesenlabor machen? Ich weiß es nicht. Machen wir hier. Also wie machen wir das hier? Also ich brauche auf jeden Fall eine Bibliothek. Und ein Labor. Ich würde sagen, wir machen so. So, so. Ja. Wunderbar. So. Alles klar. Dienertüren. Eigentlich müssen die Diener eh nirgendwo hin, ne? Lass das jetzt erstmal offen. Also hier dann vielleicht einmal Bam. Labor. Bam. Bibliothek. Oder Gefängnis. Die große Fläche hier, ich weiß nicht. Ja, das macht eher Sinn, wenn das hier mein Alchemieraum wird, ne? Ach komm, hau ab da. So, ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn. Gut. Machen wir erstmal normale Türen. Ich weiß, ich will eigentlich nicht. Obwohl die Diener kommen eh nicht durch. So. Fliegt eine Fliege fast im Mund rein. Geil. Hä? Achso. Warum ist er rot? Achso, ja, wie ein Blutmond. Ja, ja, klar. Jetzt weiß ich auch warum. Dann machen wir natürlich auch ein paar Lichter rein und so, damit es hier gemütlicher wird. So, jetzt müssen wir natürlich den Kram hier hinbringen. Und vor allem nicht nur den Kram, ich würde sagen. Aber was machen wir hier? Was wird hier sein? Wir werden ja alles dann leer räumen, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall Alchemieboden. Jede Menge Schwefel. Und ich habe so gut wie gar keinen Schwefel. Ah, okay, doch. Das reicht. Schwefelroni. Dann nehmen wir direkt hier schon mal was mit. Ah, nein, super. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte eigentlich springen, aber das war keine gute Idee. So. Oder machen wir zwei Alchemieräume. Einmal da das kleine Labor und da oben. Aber dann ist da nur ein riesen Raum. Nee.
Ich hab. Wie habe ich jetzt den Tisch verloren? Das gibt's doch nicht. Ernsthaft? Ich habe nichts gedrückt. Sollte ich ab und zu einmal absetzen. So, jetzt ja schon mal hier safe. So. So, ballern wir erstmal den Boden hier rein. Also. Können wir auch einmal hier den hier hinballern? This will not work. Hier. Ah, das könnte nicht ausreichen. Da brauche ich noch den anderen Boden von unten. Alles klar, warte mal. Gefängnisboden. Was brauchen wir denn für den Gefängnisboden? Gruftboden? Nee, Gefängnis. Eisenbarren. Uiuiuiuiui. Das wird teuer. Aber gut, muss gemacht werden, Leute. Müssen wir uns leider gönnen. Also erstmal wollte ich einmal hier. Das Labor hier wird dicht gemacht. Ich weiß noch nicht, was wir hier machen. Das werden wir dann mit der Zeit sehen. So. Krieg ich ja wieder den Kram, ne? Glaube ja. Gut. Ja, damit. Obwohl, warte mal, direkt nochmal das gute Eisen mitnehmen. Haben wir auch noch was? Ein bisschen, ja. Ja. Oh, warte mal, können wir einschmelzen? Rüber damit. Und hier haben wir auch noch ein bisschen. Sehr schön. Na dann. Let's go. So. Boden. Aha. Passt perfekt. Sehr gut. Zählt auch, ne? Nochmal lieber gucken. Noch einmal hier dran. Danke. Yes. Na, wenn wir es irgendwie mit Eisengitter noch abbrennen und so, wir werden schauen. Das Ding kommt erstmal hier hin. Kommen die ganzen Schränke und so. Kommt noch irgendwas in den Alchemieraum? Ich weiß es gar nicht mehr. Sonst werden wir es noch umbauen mit der Zeit. Also, Nast. Gefängnisboden. So, was gibt es denn hier für eine Auswahl? Ich will jetzt nicht ganz viele Abflüsse haben. Das sieht irgendwie komisch aus. Dem Kreuzen oder so. Nehmen wir den. Sehr schön. Könnte ich sogar direkt noch mal ein paar Zellen hier hinbauen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Und warte mal. Anbauflächen, bla bla bla. Teleporter, Veredelung, aha. Deko, Statue, nein. Ich wollte einmal durchgehen, was wir hier so haben. Die sehen ganz cool aus. Beleuchtung. Oh, warte mal. Einen Augenblick mal. Barrieretor. Eingangsblock. Oh. Ich glaube, das gefällt mir ein bisschen besser. Sehr schön. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen, sondern Garten, Zaun.
einfach mal sowas hier. Ich glaube, das sieht ganz nett aus. Gefällt mir. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt, aber mir gefällt es. Ist mir doch egal, ob es euch nicht gefällt. So, also. Alchemie. Ich würde sagen, wir bringen auch erstmal alles so rüber, oder? Obwohl, ne, warte mal, das gehört ja eher dann zur Bibliothek. Alles, was zum Alchemisten gehört. Nein, nicht die Tür wegnehmen. Das muss ich ernsthaft nochmal runter. Und darf ich jetzt nicht durchgucken? Aha. So, das regeln wir nochmal kurz. Das ist doch schon mal nett. Haben wir Boden? Warte mal. Boden. Fundamente. Also wir haben noch einen Bibliotheksboden. Den könnten wir auch machen, ne? Kommt hier unsere Bibliothek halt rein. Welcher Boden sieht gut aus? Aha, nett, nett, nett. Wir nehmen... Vergleich einmal. Aber wir machen mal eine ganze Reihe. Aha, aha, aha. Der sieht ein bisschen langweilig aus. Obwohl. Ich sehe mich. In welchem Boden sehe ich mich? Ist gerade doch den? Ich nehme den. So, dann soll ich noch bald mal Fenster einsetzen. Was haben wir hier? Gruftboden? Eine Gruft müssen wir eigentlich machen, ne? Vielleicht wäre hier eine Gruft ganz gut. Eigentlich. Gruft lassen wir erstmal aus. Nochmal Tapeten und so ranhauen, ne? Dass es nicht so nackt hier drin aussieht. Stadt. Mal. Das können wir schon mal wenigstens machen. Dann sieht es hier ein bisschen schon mal netter aus. Habe ich das jetzt außen gemacht? Nee. Wollte schon sagen. So, die Säulen auch. Ah. Das sieht doch schon viel. Gemütlich aus. Können wir das da oben auch umändern? Nee, ne? So, machen wir noch mal die Säulen hier fertig und dann sieht es hier schon mal, wie ich finde, ganz nice aus. Ja, einmal weg. Ja, 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 kann man mit leben. So, die Bibliothek will ich auf jeden Fall einmal hier einräumen. Nice. Langsam wird es hier gemütlich, Leute. Langsam wird es doch gemütlich. So. Können wir direkt einmal den hier mitnehmen? Können wir den da hinten rausräumen? Nicht festhängen, bitte. Dann können wir hier unten vielleicht eine größere Werkstatt machen. Dann bleiben hier vielleicht unten unsere Werkstätte. Mal schauen, wie wir das genau machen werden.
sehr schön. Das ist halt ein bisschen viel Lauferei, aber es muss auch mal gebaut werden, Leute. Das muss ja auch mal sein, ne? So, warte mal, wir können auch direkt mal den Kollegen hier mitnehmen. Damit der mal in seinen Knast kommt. Ist er auch dann da? Ist er frei? Oh, sag nicht, er ist weg. Hätte ich ihn lieber noch einmal ausgesaugt. Ich glaube, er ist weg, ne? Upsi, hätte ich ihn lieber noch mal einmal schön saftig gemolken, aber ja, gut. Ah doch, er ist da. Ich wollte schon sagen. Also, ich habe ja gar nicht die Bretter, egal. So. Kann ich noch näher ransetzen? Nee, ne? Hier scheint es hier gut zu gehen. Tschüss, Kollege. Bibliothek müssen wir dann ein bisschen noch vielleicht Regale reinsetzen, damit es nochmal ein bisschen cooler aussieht. So, das kann trotzdem mal rein, auch wenn wir den eigentlich nicht mehr brauchen. Machen wir jetzt einfach da rein. So. Wir haben noch keinen Raum für Edelsteine. Deswegen haue ich das Ding auch einfach mal da oben hin. Weil wir haben noch keinen Boden dafür. Aber optisch würde ich sagen, passt das halt eher da rein. Also jetzt nicht ins Gefängnis, sondern dort. So übergangsweise halt, ne? Übergangsweise kommt es einfach mal hier hin. Kommt es einfach mal dorthin. Ja, und da brauchen wir halt noch Regale und alles, ne? Aber warte mal. Der Papierdrucker, die Papierpresse. War das auch mit Bibliotheksboden? Wenn ich mich nicht irre, dann ja, ne? Aha! Rein damit. Aber sowas von. Sparen wir uns echt viel Ressourcen. Und können dann noch mal ein bisschen mehr produzieren. So. Er passt doch perfekt hier. Nee. Will er nicht? Nee. Ja, irgendwie nimmt es viel Platz. Dann kommt. Der kommt da in die Ecke. Der einfach mal so hier hin. Wunderbar. Ich würde sagen, das passt erstmal. Haben wir hier unseren Alchemieraum. Bababam. Obwohl, wir können ja noch weiter einsortieren. Heute ist ja eigentlich eine reine Baufolge. Ich muss schon überlegen, der kleine Raum da. Wie man den noch irgendwie nutzen könnte. Wie könnte man den nutzen? Ich brauche auf jeden Fall eine größere Schmiede. Aber sowas von. Das klatschen wir jetzt einfach erstmal dahin. So. Eine große Schmiede brauche ich, Leute. Wie machen wir das? Wie machen wir das am besten? Also hier. Passt es eigentlich vollkommen. Wir machen einmal so. Erstmal. Mehr kommt auch gar nicht rein. So, es kommt jetzt mal weg. Okay, ja, die Schmiede. Also, wenn wir auch hier umziehen würden, wäre es halt auch nicht unbedingt größer. Wir könnten den Raum noch einmal bis hierhin erweitern, dann hier eine Tür reinballern. Rein theoretisch. Dann hätten wir, also hier haben wir 4 Platz und dann hätten wir da 6 Platz. Ja, gut, ist jetzt auch nicht um. Aber wir können dann noch eine weitere Schmelze reinballern.
Oder... Ja, wie machen wir es sonst? Oder wir ballern die Treppe hier weg. Machen hier zu. Und haben dann hier unsere Treppe, die nach oben geht. Und könnten das hier rechts dann mehr nutzen alles. Ich glaube, vielleicht sollten wir es so machen, oder? Fragen über Fragen. Oder hier wird links, wenn wir es nutzen, hier wird unsere Gruft reinkommen. Die Gruft. Ich bin echt hart am Grübeln, Leute. Ihr könnt ja mal so in die Kommentare schreiben, wo ihr was hinbauen würdet. Und ja, das Portal-Dingen. Lass mal hier hinbauen. Naja. Muss man sich mal noch genau überlegen. Machen wir es erstmal hier hin. Wird eh erstmal nicht gebraucht. Ja, und ich weiß halt nicht, ob das mit dem Alchemie-Ding hier zu riesig ist. Ob ich das dann vielleicht irgendwann verkleinere und dann Hälfte mit Juwelier mache. Obwohl, wie können wir denn von den Dingern noch machen? Von diesen zwei Stück noch. Bam. Bam. Würde auf jeden Fall hinpassen. So viel Schränke brauchen wir auch nicht für die Alchemie, ne? Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Na gut, Leute, ich würde auch sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ihr wisst, wie der Hase läuft, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.